Wir statten heute einen Partyraum aus. Das Ganze machen wir natürlich mit der Cameo iDMX Lichtsteuerungs-App. Und wie das Ganze aussehen wird, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer iDMX-Serie. Und was kann man natürlich machen, um ein iDMX-System am besten zu testen? Natürlich den deutschen Partyraum oder den deutschen Partykeller. Und den werden wir heute in diesem Video mal ein bisschen ausstatten. Und da hat uns ein Nutzer angeschrieben über Instagram und wir sind heute zu ihm gefahren und statten heute mal zusammen mit Cameo diesen Partyraum hier aus. Den ihr hier seht, ist natürlich alles noch ein bisschen karg und alles noch ein bisschen weiß und steril, und das werden wir natürlich heute in diesem Video ändern. Und derjenige, dem dieser Partyraum gehört, ist der Sven. Hallo Sven, grüß dich erstmal. Hi. Wie geht's dir? Super. Super. Erzähl mal ein bisschen zum Partyraum. Wie lange hast du den schon? Den hast du ja komplett selber gebaut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Wir haben den selber umgebaut und der ist quasi in Betrieb gegangen jetzt im Mai diesen Jahres mit der Kinderkommunion unseres Sohnes. Ah, sehr das cool. Das war die Deadline, da musste er fertig werden. Aber da ist uns aufgefallen, so ist zwar nett, ja, und schick. Man hat viel aber weiße Wände, aber es ist halt, es ist halt eher so wie bei so einer Zahnarztpraxis oder in so einer Arztpraxis, wo man reinkommt. Und das werden wir heute zusammen ein bisschen ändern. Und ich würde sagen, dazu schauen wir uns vielleicht gleich erstmal an, was wir natürlich dann auch mitgebracht haben von Cameo. Aber für dich nochmal oder für die Nutzer da draußen nochmal zu wissen, was machst du eigentlich, wenn du mal nicht hier im Partyraum irgendwas baust? Ja, das krasse Gegenteil von Licht. Ich arbeite als Toningenieur. Du bist Toningenieur? Ja. Ja, super. Dann hast du ja quasi mit Licht nicht so viel am Hut. Deswegen ist ja gut, dass wir heute da sind und dann wir mit dir zusammen heute das Licht bauen werden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was wir denn hier für Licht von Cameo mitgebracht haben. Schauen wir uns jetzt mal im Detail an, was wir dir von Cameo mitgebracht haben. Zum einen haben wir hier in der vorderen Reihe die 4 Root Paar 4 von Cameo. Da wolltest du so ein bisschen Grundlicht haben, dass du quasi bei dir auch in den Ecken eine gewisse Ausleuchtung hast mit den Grundfarben RGBW. Ne? Und mit denen kann man natürlich dann das Ganze auch steuern, beziehungsweise da haben wir natürlich hier vorne diese iDMX Sticks, sodass man natürlich die dann in den Root Paar 4 reinstecken kann und das Ganze natürlich dann hier über das Cameo iDMX Interface entsprechend steuern kann, das iDMX Core. Und wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt, schaut einfach die ersten beiden Videos an, da haben wir schon mal minutiös erklärt, wie man denn diese Sachen hier an den Start bringt, aber wir werden das heute euch natürlich auch noch ein bisschen zeigen, auch mit dir als Tonler ist natürlich mit der Lichtsteuerungs-App immer so eine Sache. Deswegen wirst du natürlich da heute auch deine ersten Praxiserfahrungen mit dem Licht machen. Zusätzlich zu diesen Grundbeleuchtungen mit den Root Paar 4 haben wir hier auch noch einen Klassiker, der quasi in jedem Partyraum auch nicht fehlen darf. Der Cameo Superfly XS, letztendlich ein klassischer Derby-Effekt, der hier auch natürlich noch die LED-Strobes mit integriert hat, sodass du auch ein bisschen Strobos machen kannst. Ja, da bist du ja auch so ein Strobomensch. Und wir haben für dich noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Oh. Ach so, ja, cool. Also ich, ich habe mir eigentlich so eine Disco-Kugel für diesen Raum erträumt, gewünscht, weil ich dachte so, das ist so dieser Klassiker. Der Klassiker, genau. Der Klassiker. Und auch da kommen wir natürlich mit Dean und haben dir quasi hier so eine kleine halbe Disco-Kugel mitgebracht, die letztendlich sich auch bewegen kann. Und dafür ist natürlich der andere Scheinwerfer da vorne, das weiße Schaf unter den schwarzen, sage ich mal so. Das ist quasi ein Pinsport 15 Watt LED RGBW. Und der wird dann primär für die Spiegelkugel zuständig sein. Und ja, dann haben wir letztendlich so die Übersicht der Geräte. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und schauen uns mal an, wie wir die ganzen Sachen an die Decke schrauben. Jo. So Jan, das ist quasi der Raum. Der Ort des Geschehens sozusagen. Ja genau, der weiße, sterile Raum. Ja, also der ist halt auch groß, ne? So 45, 50 Quadratmeter wird er haben. Ja, und also keine Ahnung, jetzt hast du die Lampen gezeigt. Wo baut man die denn jetzt hin? Ja, da können wir natürlich überlegen, wie wir das natürlich machen. Du hast ja die 4 Parkkannen und ich würde vielleicht vorschlagen, die Parkkannen jeweils 4 Ecken, 4 Lampen. Ne? Ist, glaube ich, also relativ einfach, sodass wir die quasi jeweils hier in die Ecken reinhängen werden. Ja. Und das Coole ist ja, man kann die ja sowieso auch vom Winkel her einstellen. Das heißt, du kannst natürlich, wenn du jetzt eine indirekte Beleuchtung haben willst, die Lampen nach unten machen, letztendlich ein Downlighting, ne? Das umgekehrte Uplighting. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt hier auch Partyfläche haben, ich will eine Tanzfläche hier haben, kannst du die nach vorne drehen, sodass die natürlich dann hier in die Mitte auf den Raum direkt reingehen und die Leute natürlich dann auch da auf der Tanzfläche eine gewisse Grundbeleuchtung haben. Ja, sowas brauche ich. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an und starten jetzt einfach mal mit der Installation von den Parkern.
Wir haben jetzt hier alles vorbereitet. Sven hat mal kurz aus seiner Werkstatt die entsprechenden Utensilien rangeholt. Und grundsätzlich müssen wir natürlich hier auch wissen, es ist natürlich eine Festinstallation. Wir haben halt keine Traverse, deswegen werden wir das natürlich hier in die Rasterdecke einbauen. Und damit haben wir diese Holzvertäfelung, die wir hier quasi nutzen können. Sven, erklär doch mal ganz kurz, du hast dir ja schon vorhin ein bisschen Gedanken gemacht, wie montieren wir das Ganze denn hier so? Ja, wir werden uns gleich so eine Platte rausholen, werden mittig einfach ein Loch durchbohren durch das Holzbrett und durch die Platte und können dann den Bügel hier durch und durch montieren. Ich habe mir gedacht, wir nehmen als Distanzstück irgendwie eine größere Mutter, sodass wir das auch wirklich festziehen können, ohne dass wir diese Platte, die ist ja sehr, sehr genau, dünn, sehr dünn, genau und weich, dass wir die zusammenziehen. Also da war natürlich falsch rum so. Genau. Und dann kommt dann hier die weiße Platte oben drüber und dann drüber kommt dann letztendlich wie so sandwichmäßig dann so diese Holzplatte. Genau, dann selbst ist eine Mutter oben drauf und das hält bombig. Also ich möchte ja nicht, dass da was runterfällt. Genau, meine Kinder sollen das hier auch noch ein bisschen erleben können. Genau. Nee, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Platte hier, die ist komplett vollflächig, liegt hier oben auf. Das ist sicher, das passt. Das hält, super. Ja. Dann legen wir los. Die letzte, die wir montiert haben. Jetzt haben wir alle Lampen fest. Und nu? Ja, kannst du erstmal Strom reinstecken, auf jeden Fall, Sven. Da war erst ein bisschen hier, damit ich dir noch mal zeigen kann, wie wir das Ganze nämlich jetzt hier irgendwie noch steuerungsmäßig an den Start bekommen. Ja. Weil du hast ja jetzt keine Lust, hier überall DMX-Kabel durch die ganze Decke zu ziehen. Deswegen haben wir ja hier unser IDMX-Core. Ne? Das ist quasi so die Basisstation, mit der ich letztendlich sowohl von der IDMX-App als auch zu den Scheinwerfern eine Verbindung herstellen kann. Und damit wir die Scheinwerfer letztendlich drahtlos mit WDMX verbinden können, haben wir hier diese kleinen IDMX-Stick. Und die stecken wir hier vorne einfach mit entsprechend in den USB-Slot rein und dann sehen wir schon, dann blinkt der auch schon grün, ist alles schon am Start und dann haben wir hier auch schon die Festfarbe Magenta. Ja, und dann haben wir letztendlich alles soweit erstmal an den Start gebracht und ich würde sagen, im nächsten Step bringen wir das Ganze an die Decke an und schauen uns mal an, wie es am Ende aussieht. Alles klar. Jan, jetzt habe ich eine Frage. Der hier hat ja anscheinend nicht eine USB-Buchse für IDMX. Genau. Genau. Der hat aber hier diese normalen DMX-Anschlüsse. Kriegen wir das jetzt auch irgendwie da angebunden? Ja, das Coole ist nämlich, dass alle Scheinwerfer, die jetzt über IDMX drahtlos verbunden sind, quasi du hinten einfach mit einem DMX-Kabel rausgehen kannst und die letztendlich als DMX. Ach, das ist nochmal so eine Art Wandler von drahtlos auf Kabel. Genau, das heißt, wir gehen jetzt einfach nur mit dem DMX-Kabel von der Einparkkanne, die da oben nah dran ist, einfach in den Pinspot rein und dann hängt der automatisch über das IDMX mit in der DMX-Kette. Ja, das ist ja also cool. Super easy. Ja, das ist ja einfach. Super. Brauchen wir nicht alles nochmal doppelt verkabeln. Cool. Wir haben jetzt alle Scheinwerfer entsprechend verkabelt, angebracht. Sieht richtig cool aus, wie ich finde, oder? Absolut. Also richtig schick. Also macht auch wirklich was her, muss ich auch sagen. Hätte ich echt nicht erwartet am Anfang. Und ich habe jetzt schon die App, die IDMX-App, entsprechend verbunden mit dem IDMX-Core. Und ich werde jetzt mal feierlich den ersten Knopf drücken und mal gucken, was passiert. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Und jetzt sehen wir hier, ist quasi alles am Leuchten. Quasi. Ah. Ja, stimmt. Bei dem ist es ja so, wir haben mit der IDMX-App das Ding, dass du da halt nur statisches Licht mit steuern kannst. Und wir haben hier den Superfly XS, das ist ja quasi so ein Derby. Den kann man leider hier nicht mit einbauen in die App. Aber wir haben den jetzt ja auf Sound to Light, also klatsch einmal. Vielleicht dann sehen wir hier schon, wie er fleißig animiert und natürlich dann auch funktioniert. Also von daher funktioniert wirklich alles. Läuft alles, ja. Genau, und im nächsten Step würde ich jetzt mal dir erklären, weil es ja momentan alles nur auf meinem Handy, wie es natürlich bei dir funktioniert. Und ich werde dir natürlich auch nochmal zeigen, wie man das machen kann. Das Coole ist, wir haben ja hier das Projekt auf meinem Handy schon angelegt. Mhm. Und dieses ganze Projekt kann ich dir quasi jetzt per AirDrop einfach auf dein Handy schieben und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Ja, Sven, jetzt würde ich sagen, richte das Ganze mal ein. Am besten, du holst auch schon mal dein Handy raus und dann würde ich sagen, lade du schon mal die IDMX, die Cameo IDMX App V2 runter im App Store einfach. Alles klar. Wichtig ist natürlich, dass du im WLAN bist, in deinem eigenen WLAN, dass du Internet hast. Ja.
Ich werde dann dir gleich quasi die Datei oder die Projektdatei entsprechend sharen. Wir sehen ja hier im Hintergrund schon, wenn ich in die Controls gehe, kann ich natürlich die Sachen schon entsprechend steuern. Als erstes musst du dich natürlich jetzt mit dem WLAN des IDMX Cores verbinden. Ja. Dazu gehst du einmal wieder raus in die Einstellung, in das WLAN vom IDMX Core. Also da gibt es jetzt ein neues WLAN, das heißt IDMX Core. Ja. Genau, da klickst du einmal drauf. Und das Passwort ist 12345678911. Genau, und dann klickst du auf Verbinden und dann siehst du jetzt hier, zack, hat er quasi schon das IDMX Core verbunden. Wenn du einmal unten rechts auf diese Kachel klickst, siehst du auch alle Informationen. Hier könntest du zum Beispiel auch das WLAN-Passwort ändern vom Gerät, falls du das anpassen möchtest. Und jetzt würde ich sagen, teile ich mal mit dir, weil das eine ganz coole Funktion ist. Du kannst natürlich jetzt auch mit beiden Handys das steuern, habe ich gerade schon gesehen, weil ich jetzt, wenn ich hier reingehe, kann ich nämlich auch über meine App das steuern. Du kannst es auch bei dir machen, aber natürlich ist bei dir noch nichts hinterlegt. Also da sind ja noch keine Funktionen oder keine Scheinwerfer hinterlegt. Ja. Deswegen würde ich jetzt mit dir einmal über die Projekt-Settings letztendlich das Projekt teilen und würde das einmal über AirDrop zu dir rüberschicken. Da musst du einmal genau, das ist wahrscheinlich dein Handy. Ja. Ah, ja. Genau, dann sagst du einmal annehmen und dann sagst du mal Import. Import, okay. Genau, so und da ist der Partyraum Sven, das wählst du aus. Ja. So und dann Projekt successfully imported und jetzt hast du quasi, wenn du jetzt mal unten auf Fixtures gehst, hast du quasi alle Funktionen und alle Sachen, die wir schon vorkonfiguriert haben und euch gezeigt haben oder die ich dir gezeigt habe, quasi drin. So einfach kann man das letztendlich teilen. Also das ist super, super einfach. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt noch ein iPad, wo ich auch die gleichen Einstellungen haben will, einfach über AirDrop teilen und dann hast du quasi die Projektdatei. Ich würde sagen, lass uns mal zusammen nochmal in die Szenen gehen, weil du willst ja sicher auch nochmal irgendwie eine Szene erstellen. Du siehst jetzt, nicht wundern, in der Szenensicht ist natürlich erstmal alles aus, weil du natürlich bei Control die Sachen manuell steuern kannst und in der Szene letztendlich die eigene Szene bauen kannst. Okay. Du hast da oben die in ein kleines, so einen kleinen Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, genau, das Wort fehlte mir. und wenn du da mal drauf gehst, kannst du dir quasi da neue den Bearbeiten-Modus der Szenen machen und kannst natürlich da neue Szenen erstellen. Okay. Geh mal zum Beispiel oben auf Plus rechts in der Ecke. Plus, okay. Genau, und dann kannst du dir zum Beispiel jetzt einen unterschiedlichen Farbeffekt aussuchen. Wenn du da mal reingehst, können wir zum Beispiel mal Spiral zum Beispiel mal nehmen und dann nimm mal da Four Colors zum Beispiel. Colors, so. Ja. Dann hast du den ausgewählt, dann kannst du einmal den noch benennen, würde ich aber jetzt noch nicht machen. Ja, kannst du gleich, okay, je nachdem, was du für eine Farbe auswählst. Und wichtig ist, dass du natürlich jetzt die Scheinwerfer entsprechend auswählst, sodass du natürlich da auch guckst, dass du da natürlich die Sachen mit reinpackst, also die Scheinwerfer, die du brauchst, also klick da einmal drauf und dann kannst du letztendlich hier die entsprechend auswählen und dann einmal oben auf, genau. Dann siehst du jetzt schon, hier hat er die schon im Hintergrund drin. Alles klar. Das heißt, der Effekt wird jetzt letztendlich da auch schon eingebaut, ne? Also, und du kannst natürlich jetzt hier mal einmal runterscrollen und hast natürlich unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel Crossfade oder die Geschwindigkeit. Wenn du die Geschwindigkeit runterregelst, wird es natürlich schneller, ne? Oder wenn du langsamer. Und dann siehst du hier, haben wir im Hintergrund einen Farbeffekt, der natürlich dann schneller oder langsamer läuft. Und was cool ist, du kannst zum Beispiel unten auch die Richtung einstellen. Wenn du auf Directions klickst und kannst du sagen, okay, ich will es andersrum, dann läuft der quasi genau invertiert. Ne? Okay. Genauso wie du natürlich dann hier auch zum Beispiel sagen kannst, wenn du auf On gehst, hast du zum Beispiel Strobo-Effekt. Das heißt, dann siehst du hier Strom die ganzen und dann kannst du natürlich die Frequenz noch einstellen. Also da kannst du wirklich, ich glaube, da kommt dann der Spieltrieb in dir auch rum. Und, ja, da hat er Spaß. Das ist schön. Genau, da kannst du das dann quasi einstellen. Wenn du die Szene jetzt quasi speichern möchtest, klickst du oben rechts einmal auf den Haken. Okay. Und dann hast du die Szene drin. Du kannst jetzt wieder in den Play-Modus reingehen, weil du bist noch im Bearbeitungsmodus. Genau, und du siehst ja hier, wenn du jetzt da drauf gehst, dann kannst du die quasi ausmachen und anmachen. Und dann hast du quasi hier dann den Lauflichteffekt einfach erstellt. Ja, so einfach ist es eigentlich mit der App. Und ich glaube, du wirst jetzt noch viele Stunden hier sitzen und erstmal rumspielen und Festfarben bauen und ich glaube, da kannst du dir sehr einfach ein cooles Setup zusammenbauen. Ja, Sven, erzähl doch mal, nachdem du jetzt die komplette IDMX Experience gemacht hast, wie ist so dein erster Eindruck gewesen? Weil du hast das ja vorher noch gar nicht in Hand gehabt. Ne? Ich hatte das ja schon in den anderen beiden Videos getestet so ein bisschen. Deswegen würde mich mal echt interessieren, wie du, ich sag mal, als Lichtlaie das Ganze so empfunden hast. Ja, geflasht, sprachlos. Nee, wirklich. Also, was mich am meisten begeistert ist, ich habe innerhalb von kürzester Zeit
mal eben so eine Szene umgebaut, bisschen schneller, bisschen langsamer gemacht, abgespeichert, hab mir eben neue Lichtszenen angelegt. Ganz, ganz schnell und einfach, intuitiv einfach. Mhm. Also das ist das, was ich mir erhofft habe. Was du gesucht hast. Was ich gesucht habe, ja, exakt. Mhm. Und ich muss sagen, die Lampen, der Pinspot, alles sehr, sehr wertiges Material. Ich fand total faszinierend, dass wir diesen Pinspot über das XLR-Kabel, über DMX noch anbinden konnten, dass der halt auch jetzt mit in dieser App drin ist und ich das alles steuern kann. Also tipptopp, wirklich. Du bist einfach nur sprachlos und ich glaube super happy mit der iDMX-Lösung. Definitiv. Also das ist wirklich für mich eine... Klar, es ist eine Spielerei, aber eine sehr, sehr, sehr schöne Spielerei. Das macht mir total viel Spaß und ich habe schon ganz viel im Kopf, wie ich hier die verschiedensten Partys dann irgendwie beleuchten kann. Genau, ich würde sagen, mit den Unterschied, du hast ja auch gerade schon, als die Kamera aus war, hast du schon die ganze Zeit immer so, Sven schon am Tippen und gucken und so, ja, und jetzt stehen wir hier noch. Ich glaube, du bist die nächsten 3,5 Stunden jetzt noch beschäftigt und programmierst hier noch fleißig für jede Eventualität irgendwie das Licht. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was so die iDMX ausmacht, dass die iDMX-App, dass du wirklich da schnell und einfach über Smartphone dein Licht steuern kannst. Ich kann es nur noch mal sagen, ich bin hellauf begeistert. Definitiv. Das freut uns natürlich sehr zu hören. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Cameo und an Elbe Hall dafür, dass sie uns die Sachen hier zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, der Sven ist jetzt bis an sein Lebensende glücklich mit dieser Lichtlösung. Und ich denke mal, jetzt stehen natürlich den ganzen Partys nichts mehr im Wege. Ich glaube, mit dem System, wie es jetzt hier so steht, hast du, glaube ich, schon ein ziemlich gutes Grundsetup. Ja, also ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja angefangen mit einem sterilen, weißen Raum und jetzt haben wir hier irgendwie eine Disco-Area. Genau, also richtig. Was will ich mehr? Also, ja, auf jeden Fall. Wenn ihr da draußen noch weitere Fragen habt zu diesem ganzen iDMX-System, schreibt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Des Weiteren würde ich gerne von euch mal wissen, wo nutzt ihr das iDMX-System bereits? Habt ihr da auch schon Erfahrungen mitgemacht, vielleicht sogar mit Architekturbeleuchtung oder auch als DJ? Würde mich mal interessieren, schreibt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Des Weiteren haben wir euch alle Produkte, die wir euch hier heute gezeigt haben, natürlich in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns mega freuen, wenn du einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst und auch gerne die Glocke läutest, damit du zukünftig benachrichtigt wirst, sobald wir ein neues Video hochladen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.